Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Wir haben gerade vorhin hier aufgehört und jetzt geht's hier weiter. Wir hatten gerade ein Accio-Duell mit Nati. Und ja, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Wolgadu, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Auf ein Wort, Menschen funktioniert bitte. Er nicht. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss O'Neill ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. Es war eine spannende Partie. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. So, dann haben wir das auch abgeschlossen. Dann gucken wir mal, was uns jetzt erwartet. Ja. Jetzt wissen wir nicht, wohin. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die gekreuzten Stäbe machen. Oder mal warten, was uns da jetzt noch entgegenkommt. Noch ganz kurz, vielleicht kommt da noch was. Revelio. Ah ja. Trifft Professor Weasley. Gut, verfolgen wir mal. Tatsächlich fällt mir auf, dass das Ganze Hallo? Hier ein bisschen anders ist, wie auf meinem Hauptkanal oder auf meinem Haupt. Lass dir den Sieg über Cello bloß nicht zu Kopf steigen. Denn es ist tatsächlich so, dass ja jedes Haus ein bisschen eine andere Geschichte hat. Das merkt man auch hier. Ah ja. Noch eine Flohflamme. So. Was ist mit dem Raum, Professor? Dasselbe habe ich mir auch gedacht, Dick. Vielleicht könntest du... Oh, entschuldigen Sie, Dick. Ah. Da sind sie. Ich hoffe, ihre ersten Stunden liefen gut. Ja, schon, Professor. Das hörte ich von den Professoren Hackett und Ronan. Professor Fig hat ihnen auf dem kleinen Umweg offenbar einiges beigebracht. Wo waren sie nochmal? Bei Ruinen? Ich vermute, dass mehr hinter ihren Reisen steckt, als sie mir gesagt haben. Ist es nicht so? Hat Professor Fig nichts zu meiner Ausbildung gesagt? Er ist immer noch sehr zugeknöpft, was die Details angeht. Nur ein paar Zaubersprüche hat er erwähnt. Revelio und Lumos? Ja, richtig, Professor. Aha. Als wollte man einem Squealer ein Sonett entlocken. Trotzdem müssen sie auf dem bereits Gelernten aufbauen. Darum habe ich ihre Professoren gebeten, ihnen Zusatzaufgaben zu geben, damit sie schneller vorankommen.
So. Dich wundern, dass ich ruhig bin, wenn die labern. Das ist, glaube ich, besser so. Professor Ronan hat so etwas in der Art erwähnt. Professor Ronan wartet gerade draußen, um Ihnen Ihre erste Aufgabe aufzutragen. Kommen wir jetzt zu dem erwähnten Ausflug nach Hogsmeade. Wir haben dafür gesorgt, dass alles, was Sie unterwegs verloren haben, ersetzt wird. Samen, Trankrezepte und Zauberanweisungen. Danke, Professor. Und Mr. Ollivander stattet Sie mit dem perfekten Zauberstab aus. Sie sind im Unterricht gut mit dem geliehenen Zauberstab zurechtgekommen. Aber mit einem eigenen Zauberstab geht alles noch besser. Ja, es ist... Also, Können Sie mir mehr über den Tränkeladen sagen, Professor? Bei J. Pippins Zaubertränke gibt es diverse Trankzutaten, aber Rezepte verkaufen sie nur selten. Professor Sharp hat darum gebeten, dass man dort bestimmte Rezepte für sie bereithält. Ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, Professor. Was ist das? Zauberanweisungen sind eine Art Rezept zum Beschwören von Objekten. Ich erzähle Ihnen mehr dazu, wenn Sie mit der Arbeit an Verwandlungszaubern begonnen haben. Ein Ollivander in Hogsmeade? Ja, sein Laden in der Winkelgasse ist wohl bekannt. Es ist ein wahrer Glücksfall, ihn in der Nähe zu haben. Mr. Ollivander ist ein hochkompetenter Handwerker und genialer Zauberstabmacher. Ich lasse mich nur von ihm ausstatten. So. Von mir aus kann's losgehen. Sehr Dann? Schön. Bitte nehmen Sie zu Ihrem ersten Dorfbesuch jemanden aus Ihrer Klasse, mit der Sie herumführt. Vielleicht Sebastian Cello oder Natsai Omnai. Ich habe sie öfter mit Ihnen gesehen. Ich würde sagen, wir nehmen hier Natti mit, oder? Oder wollen wir Sebastian mitnehmen? Sebastian ist ja auch irgendwie, also ich mag den ja schon total gerne, also... Ach komm, ich nehme Sebastian mit. Ich möchte mit Sebastian gehen. Sehr schön. Mr. Cello ist ein fähiger junger Zauberer und kennt die Gegend. Er sorgt dafür, dass ihnen unterwegs keine von Victor Rookwoods Schergen begegnen. Rookwood? Ein ziemlich ekelhafter Einheimischer. Man geht ihm und seinesgleichen besser aus dem Weg, wie auch seiner rechten Hand. Theophilus Harlow. Sind Sie mit Professor Ronans Aufgabe fertig, wartet Ihre Begleitung am Schlosstor. Sie sollten sich sputen. Je eher Sie die Arbeit beenden, desto schneller können Sie in den drei Besen ein Butterbier genießen. So. Dann treffen wir uns mal mit Professor Ronan. Und wir kriegen die erste Hausaufgabe. Sprich mit Professor Ronan, um deine erste Hausaufgabe zu erhalten. Aufgaben sind Aufträge, die dir von Hogwarts Professoren gegeben werden und die dich mit neuen Zaubersprüchen belohnen, wenn du sie erfüllst. Die Belohnungen für den Abschluss der ersten Aufgabe ist der Wiederherstellungszauber Reparo, den du für andere Aufträge benötigst. Du kannst die Aufgaben und Ihre Fortschritte im Auftragsmenü in deinem Handbuch einsehen. Ach Gott, lesen sollte man können. Manchmal gar nicht so einfach. So. Also, wir kriegen da sind sie. Reparo. Sobald. Was macht denn der da? Der lässt Kraniche fliegen. Können Sie mir einen neuen Zauber beibringen? Ja, in der Tat. Einen wirklich nützlichen Zauber. Den Wiederherstellungszauber Reparo. Der repariert wirklich alles. Jedes Objekt ist im Handumdrehen so gut wie neu. Klingt, als könnte das nützlich werden. Öfter, als man es sich vorstellen mag. Wie Professor Weasley erwähnte, bin ich nicht der Einzige, der Ihnen Zauber außerhalb des Klassenraums beibringen wird, damit Sie mit Ihren Freunden mithalten können. Einige Professoren haben sich ebenfalls bereit erklärt, aber zuvor werden sie von ihnen vorbereitende Aufgaben verlangen, um ihre Zauberkunst zu verfeinern.
Ich habe einige vorbereitet. Sehen Sie sie sich an und dann melden Sie sich bei mir. Dann werden Sie Reparo im Handumdrehen erlernen. Ich mache mich sofort an die Aufgaben, Professor. So, gucken wir mal. Hier haben wir auf jeden Fall einmal Revelio, das habe ich gerade gesehen. Wibbernbrunnen, Handbuchseiten. Die Spitze dieses Springbrunnens im Verwandlungshof ist mit dem Abbild eines Wibberns verziert und dient als Ort, an dem Schüler und Schülerinnen sich entspannen können. Trotz gelegentlicher Gerüchte, die möglicherweise von Sir Cardigan in die Welt gesetzt wurden, handelt es sich hier ganz sicher nicht um den Wibbern von Wire, der von dem lebhaften Ritter selbst erschlagen wurde. So, das gibt ja auch immer schön XP hier. Dann gucken wir mal. Das ist die richtige Stelle. Wo ist nur das fliegende Blatt? Das ist hier. Warte mal. Komm her. Ja, mit Joystick. Ach, hier. Ich hoffe. Das war nicht das Blatt, oder wie? Das war was anderes. Hier muss irgendwo ein fliegendes Blatt sein. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Ach hier! Großartig! Jetzt habe ich es gefunden. Es ist leider ein bisschen verwirrend, weil diese Handbuchseiten leider gleich aussehen wie die Auftragssachen. Ich hoffe, die ersten Aufgaben haben Ihnen nicht zu viel Mühe bereitet. Ich habe die Aufgaben erledigt, Professor. Fabelhaft. Mit Basiszaubern kennen Sie sich offensichtlich aus. Versuchen wir es mal mit dem alten Wiederherstellungszauber, ja? Denken Sie an präzise Aussprache und Bewegungen. Und das Ganze bitte mit Elan. Also dann, Zauberstab bereit. Ja, Sir. Denken Sie daran. Ihr Zauberstab ist ein Fokus für Ihre Magie. Sehr schön. Die 4 kann ich gerade noch. Dann muss ich, ja. Mit dem Wiederherstellungszauber Reparo kannst du zerbrochene Objekte und Teile in der Umgebung reparieren. Genau so. Sehr gut. Wenn Sie das Reparieren üben möchten, versuchen Sie es mit der zerbrochenen Statue in der Nische am Wasser. Das probieren wir mal. Angeblich stellte sie Herzschmerz dar. Vielleicht hat das eine verlassene Seele etwas aufgebracht. Ja, schön. Gut. Abgeschlossen. So. Dann gucken wir, was uns jetzt erwartet. 5 Minuten in der Aufnahme haben wir noch. Willkommen in Hogsmeade. Genau, jetzt geht's nach Hogsmeade und wir brauchen eben Reparo dafür, damit wir nach Hogsmeade können. Gut, dann würde ich mal sagen, oh, ich verfolge derzeit nichts, Moment, das wollen wir gleich mal, falsch. Verfügbare Nebenaufträge sind in den Regionen von Hogwarts mit schwarzem Fähnchen gekennzeichnet und können bei Erkundung der Welt gefunden werden. Diese Aufträge verleihen EP, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. Ja, genau. Wir wollen jetzt dahin. Und zwar verfolgen wir das jetzt mal.
Ich verirre mich nämlich immer noch gerne in diesem riesengroßen, wunderbaren Schloss. Und ich glaube, wir müssen der Fahne hinten hinterher. So. Meine Tante sagt, das kann doch nicht so schwer sein, wie es auch. Diese Sprüche hinten. Oh, das ist nicht mit mir, oder? Revelio. Ich möchte mich. So, da ist er ja. Nun gut. Da meine Aufnahmezeit sagt, dass die Folge jetzt gleich vorbei ist, würde ich jetzt hier an dieser Stelle mal die Folge beenden. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Ihr Lieben, bis dann. Tschüss.